Das ist der dicke Boom. Zu Hochdeutsch der dicke Baum. Er steht am Ortsrand von Stockheim in Burgau in unmittelbarer Nähe zur alten Panzerstraße. Er ist ein Naturdenkmal und ungefähr 1000 Jahre alt. Von hier und nicht ausnahmsweise mal vom Muttergotteshäuschen begrüße ich Sie recht herzlich zu einem Videoimpuls im Marienmonat Mai. Mein Name ist Herbert Gehrig, ich bin Leiter von Wortgottesfeiern in der Pfarre St. Lukas in Düren. Ich habe diesen Ort schon vor vielen Jahren kennengelernt, und zwar im Rahmen einer Mountainbike-Tour. Ich kam hier durch, hielt an und spürte, dass das hier ein ganz besonderer Ort ist. Ich stellte mein Fahrrad an die Seite, ich guckte mir das an, las die Tafeln, die hier angebracht sind, setzte mich auf die Bank. 1000 Jahre, so stand hier, ist dieser Baum alt. Das heißt, im Jahre 1000 war der so klein, so ein kleines Pflänzchen. Und ich sah in den Wipfel und dachte, 1000 Jahre, was kann der Baum wohl alles erzählen? Er könnte zum Beispiel erzählen, dass im Jahre 1600 zum ersten Mal schriftlich festgehalten wurde, dass es jährliche Prozessionen gab von Stockheim nach hier zum Dicke Boom. Er könnte zum Beispiel erzählen, dass im Jahr 1906 ein Marienbildnis hier angebracht wurde und aus dem Dicke Boom wurde die Marieneiche und aus dieser Lichtung hier wurde ein Ort der Marienverehrung. Er könnte erzählen, dass im Zweiten Weltkrieg er richtig in Mitleidenschaft und richtig beschädigt war. Er war so schlimm beschädigt, dass die Menschen dachten und befürchteten, er würde das nicht überleben. Er würde eingehen. Aber mit der Hilfe von vielen Menschen ist es gelungen, den Baum zu retten. Und er steht so, wie er heute hier steht. Er hat innen drin ein Stahl- bzw. ein Drahtkorsett, damit der Stamm nicht auseinanderfällt. Und überall im Wipfel dieses Baumes sind Stahlseile, die die schweren Äste im Gleichgewicht halten und dafür sorgen, dass sie nicht runterfallen. Und ich möchte Ihnen noch die Geschichte erzählen, warum aus diesem Ort die Marieneiche wurde. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war dieser Ort hier ein sehr beliebter Ort bei jungen Menschen. Die sind nicht in die sonntägliche Betstunde oder in Gottesdienst gegangen, sondern haben sich hier am Dicke Boom heimlich getroffen, waren froh, dass sie mal unter sich waren, ohne irgendwelche Anstandsdamen oder irgendeine Aufsicht. Sicherlich ist hier auch der ein oder andere Kuss ausgetauscht worden. Der Pastor, der örtliche hier, der kam dahinter, es war ihm ein Dorn im Auge. Und nichts half. Er konnte predigen, er konnte bitten, er konnte mit den Leuten sprechen. Dieser Ort blieb weiterhin der Treffpunkt. Und so ist er zu seinem Bischof gegangen. Und die zwei hatten die Idee, hier an diesem Baum das Bildnis der Maria aufzuhängen. Und damit war dieser Ort für die jungen Leute tabu. So war das damals. Dieses Bild, was Sie hier am Baum sehen, ist noch immer das Originalbild. Es ist also über 100 Jahre alt. Mein erster Gedanke war, als ich diese Geschichte hörte, und sie steht auch hier auf einer Tafel, der Pastor war eine ziemliche Spaßbremse. Aber, so denke ich mir, die jungen Leute hatten sicherlich genug Fantasie, um hier eine andere Lichtung zu finden und sich heimlich zu treffen. Wir sind ja hier schließlich mitten im Wald. Von daher ist der Gedanke von Bischof und Pastor mit Sicherheit nicht sehr sinnvoll gewesen. Was aber sinnvoll ist, ist, dass wir heute hier diesen ganz besonderen Ort haben. Als ich zur Vorbereitung dieses Videoimpulses hierher gekommen bin und habe mir die Eiche betrachtet, habe in den Wipfel geguckt, dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist diese Eiche, dieser dicke Baum, diese Marieneiche, ein Abbild unserer Kirche. Sie ist sehr alt. Sie hat eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich. Sie war schon totgesagt. Durch die Hilfe vieler Menschen ist sie gerettet worden. Und heute ist sie so vital wie eh und je. Von dem Zeitpunkt an, wo sie so klein war, bis jetzt. Und das ist das, was mich an diesem Ort so fasziniert. Es ist dieser Dreiklang. Einerseits die Tatsache, dass es hier gemenschelt hat. Hier waren junge Leute, die haben poussiert, so hätten meine Großeltern gesagt. Das war die menschliche Seite. Auf der anderen Seite ist das hier ein Ort der Nähe zu Maria, der Nähe zu Gott.
Und mittendrin ist dieser Baum, unsere Kirche und unser Glaube. Das hier ist also ein Ort des Lebens und ein Ort des Glaubens. Ein Ort, an dem man ganz bei sich sein kann. Ein Ort, wo man einfach nur da sein darf. Hier in der Nähe der Natur, in der Nähe zu Gott, hat man die Möglichkeit, Ruhe und Frieden zu finden. Man kann Zwiesprache halten mit sich selbst und wenn man möchte, auch mit Gott. Gerade in den schwierigen Zeiten, in denen wir im Moment leben, wo es viele Unsicherheiten und auch viele Ängste gibt, ist das hier, ähnlich wie in einer Kirche, eine Möglichkeit, Gott nahe zu sein und ihm seine Sorgen anzuvertrauen. Viele Menschen haben das in der Vergangenheit schon gemacht. Und die, die hier richtig Trost gefunden haben, haben auch Plakate und kleine Tafeln angebracht, wo sie gesagt haben, Gott sei Dank oder Maria sei Dank. Ich lade Sie ein, kommen Sie und sehen Sie sich das an. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie das in einen Spaziergang machen, zum Beispiel vom Tierheim in Niederau rauf hier nach Stockheim zur Marieneiche. Sie können eine Radtour machen. Sie können auch einfach Marieneiche Niederau eintippen in ihr Navigationssystem. Und Google leitet Sie bis hier kurz vor die Marieneiche, bis kurz vor die Lichtung. Sie können mit dem Kinderwagen kommen, mit dem Rollator, Sie können mit dem Rollstuhl kommen. Es ist eben, es ist wunderbar zu erreichen. Hier können Sie genießen, dass Sie einfach nur da sein können. Spüren Sie die Nähe zu Gott und wenn Sie mit anderen Menschen kommen, spüren Sie auch die Nähe zu den anderen Menschen. Zum Ende dieses Videoimpuls möchte ich mich bedanken. Ich bedanke mich bei dem Pastoralteam der Pfarre St. Lukas in Düren, die es ermöglicht, dass hier diese Videos gedreht werden können und dass sie nachher ins Internet gestellt werden und man draufklicken kann, um sie sich anzuschauen. Ich bedanke mich stellvertretend bei Stefan Irschelen, der hinter der Kamera steht und versucht, mich in ein gutes Bild zu stellen, was wahrscheinlich schwer genug ist. Stefan, danke schön. Und ich bedanke mich bei Ihnen. Sie, die rund 7,5 Minuten ausgehalten haben und dieses Video bis zum Ende geschaut haben. Ganz zum Schluss möchte ich gerne eine Kerze entzünden zu Ehren der Mutter Gottes und ich lade Sie ein, mit mir dazu ein Gegrüßet seist du Maria zu beten. Dankeschön und bleiben Sie gesund. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Möglichkeit gibt, einfach nur hier zu sein. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.